Frau Behrendt, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Gefährdung der Entziehungskur Ihres 19-jährigen Sohnes Julius. Frau Behrendt, Ihr Vorname ist Christa. Sie sind am 16. Mai 1967 in Essen geboren, sind verheiratet, leben aber getrennt von Ihrem Ehemann, soweit ich weiß, haben neben dem Sohn noch eine 25-jährige Tochter. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe nichts gelernt. Ich habe mich immer nur um meine Kinder und den Haushalt gekümmert. Vorbestraft sind Sie nicht, die Anklage. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte und deren 19-jähriger Sohn Julius sind seit Jahren alkoholkrank. Julius Behrendt neigt unter Alkoholeinfluss zur Gewalt und wurde nach mehreren Verurteilungen im Januar 2010 auf gerichtliche Anordnung in einer geschlossenen Entziehungsanstalt untergebracht. Am 29. Januar 2010 lockte die Angeklagte ihren Sohn unter einem Vorwand aus der Entziehungsanstalt und traf sich mit ihm in der Gaststätte Marlies Eck. Dort bestellte sie ihm ein Bier und forderte ihn auf zu trinken. Julius Behrendt konnte der Versuchung nicht widerstehen. Nach einem wilden Trinkgelage wurde er mit einer Blutalkoholkonzentration von 4,1 Promille bewusstlos vor der Entzugsklinik gefunden. Christa Behrendt wird daher wegen Gefährdung einer Entziehungskur angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Krechel, ist irgendwas nicht in Ordnung? Nee, aber ich würde gleich wohl mal ganz kurz um eine Unterbrechung bitten, weil ich noch etwas mit der Mandantin zu besprechen habe. Das ist kurzfristig eingetreten, die Situation. Danach kläre ich vielleicht auf. Das ist ja natürlich, wird kurz unterbrochen. Frau Behrendt, wie blöd halten Sie uns eigentlich? Warum? Was denn los? Frau Behrendt, meinen Sie, wir würden nicht merken, dass in Ihrer Wasserflasche Alkohol drin ist? Das riecht bis vorne zur Richterin hin. Aber anders schaffe ich das hier nicht. Wissen Sie eigentlich, was ich momentan durchmache? Ich bin völlig am Ende. Ich brauche zwischendurch nur ein paar Schlucke, dann beruhige ich mich auch wieder. Anders halte ich das hier nicht durch. Frau Behrendt, das Gericht wird vermutlich Verständnis dafür haben, weil man weiß, dass Sie unter Strom besser sind als im nüchternen Zustand. Halten Sie sich bitte so knapp wie möglich und lassen Sie den Rest mich machen, okay? Okay, dann gehen wir jetzt wieder rein. Frau Behrendt, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie zur Sache aussagen? Natürlich werde ich aussagen. Ich habe meinen Sohn nicht zum Alkoholtrinken gebracht. Sie haben aber Ihren Sohn jedenfalls am 29. Januar in dieser Entziehungsklinik angerufen. Warum? Ja, das habe ich. Das war ein Riesenfehler, weil am Ende hatten wir beide einen Filmriss. So kann man es auch sagen. Ihr Sohn war gerade mal 2 Wochen in der Entziehungsklinik. Warum rufen Sie ihn da an? Warum? Ich habe ihn vermisst. Darf man denn als Mutter noch nicht mal seinen Sohn anrufen? Das kommt. Wenn er gerade die Hölle auf Erden durchlebt, darf man das nicht oder was? Doch, es kommt drauf an, was man dann sagt. Man darf nicht zu ihm sagen, komm, auf jeden Fall, komm jetzt in diese Kneipe. Sie haben ihn angebettelt, dass er kommen sollte. Und Sie haben ihn dorthin gelockt. Sie haben gesagt, das sagt uns die Wirtin Marlies Steinert, mir geht's so schlecht. Bitte komm sofort. Ach, das stimmt doch so gar nicht. Ich habe ihn gefragt, ob er vorbeikommt. Ist das so schlimm? Ich wollte doch nur wissen, wie es ihm geht. Ich kann nicht verstehen, dass du Julius in eine Kneipe bestellst, wenn er gerade in Entzug ist. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Entschuldigung, ich bin der Vater. Habe ich mir jetzt eben auch gedacht. Nur auch als Vater dürfen Sie nicht einfach dazwischenreden, ne? Ja, schon. Aber das macht mich alle so fertig, weil ich versuche, gegen diesen Horror anzukämpfen. Seit 9 Jahren versuche ich, die Alkoholsucht meiner Frau zu bekämpfen. Aber es gelingt einfach nicht. Sie schafft es nicht, davon loszukommen. Und ich will meinen Sohn nicht auch noch an diesen Alkohol verlieren. Ja, der ist nämlich auch schwer alkoholkrank und der hat ihrer Frau Gesellschaft geleistet in der letzten Zeit. Und jetzt haben Sie natürlich Angst, alleine da zu sitzen. Sie wollen diese Gesellschaft nicht verlieren. Und deshalb wollten Sie nicht, dass er die Entziehungskur schafft. Das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Ich habe ihm das Bier nicht hingestellt, das war Marlies. Als ich zur Toilette war, da hat sie das gemacht. Und als ich wiederkam, da hat er das Bier schon halb leer getrunken gehabt. Das genügt jetzt auch, Frau Behrendt. Ich glaube nicht, dass wir noch weiter aussagen werden. Dann beginnen wir wie üblich mit dem Geschädigten. Julius Behrendt, bitte. Und Sie, Frau Behrendt, nehmen Ihren Verteidiger Platz. Julius, mein Junge, ich habe dich ja so lange nicht gesehen. Frau Behrendt, bitte nehmen Sie Platz, ja? So mein Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Herr Behrendt, Ihr Vorname ist Julius, Sie sind 19 Jahre alt und wohnen derzeit bei Ihrem Vater in Essen. Ich habe ja meinen Platz bei der Therapie verloren durch diese Aktion und ich kann ja vom Glück reden, dass meine Bewährung nicht widerrufen wurde, sonst würde ich jetzt im Bau sitzen. So kann man zusammenfassen. Was sind Sie vom Beruf? Nichts, ich habe nach der 10. Klasse die Schule abgebrochen.
Als Sohn der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Es ist Ihre Entscheidung. Wie wollen Sie es halten? Ich möchte aussagen, weil ich einfach verstehen will, warum du mich in diese Kneipe bestellt hast. Ich habe in diesem Entzug die Hölle durchlebt, ja? Und ich habe mich gerade gefasst. Und dann bestellst du mich dahin, weil es dir angeblich so schlecht geht? Gerade dieser Anruf, der interessiert mich ja besonders. Der Anruf Ihrer Mutter bei Ihnen. Wobei mir eines aufgefallen ist. Wie hat sie Sie in der Entziehungsklinik überhaupt erreicht? Ja, ich habe mein Handy mit reingeschmuggelt und das bei mir im Schrank versteckt. Da sehen Sie mal, wozu das führt. Was hat Ihre Mutter Ihnen da gesagt? Ihr ging es voll dreckig. Sie hat aber nicht gesagt, warum. Ich sollte auf jeden Fall vorbeikommen. Und sie hat geweint, fürchterlich. Und ich dachte, dir wäre irgendwas Schlimmes passiert. Normalerweise darf man ja die Klinik nicht verlassen. Wie sind Sie, jedenfalls nicht die ersten 6 Wochen, wie sind Sie aus dem Gelände rausgekommen? Nein, das war auch kein Problem, weil die Anlage nicht wirklich großartig gesichert ist. Also ich bin einfach durch den Garten und dann über den Zaun geklettert. In welchem Zustand war Ihre Mutter? Meine Mutter war total fröhlich. Ich habe dann auch wirklich hin und her überlegt, ob ich jetzt da reingehen soll oder nicht. Ich wusste, dass es brandgefährlich ist für mich, aber dann dachte ich halt, ja, ist meine Mutter. Ja, und dann komme ich da rein und dann stehst du da lachend an der Theke. Weißt du, wie verarscht ich mir vorgekommen bin? Julius, es war doch nur, ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Und ja, in dieser komischen Klinik durftest du ja keinen Besuch bekommen. Aber wenn Sie das erkannt haben, Julius, warum sind Sie nicht sofort umgedreht in dieser Kneipe? Ihrer Mutter ging es gut. Die braucht doch keine Hilfe. Ja, das frage ich mich heute auch noch. Ich mich auch. Und? Ja, aber ich war einfach sauer in der Situation. Und dann tat sie mir aber auch wieder so leid. Ja, dann bin ich halt zu ihr hingegangen, wir haben ganz normal geredet, ich habe auch nur Wasser getrunken und ich habe ihr von dieser Kur erzählt, von dem Entzug an sich und ich habe gehofft, ich könnte sie dazu überreden, auch einen zu machen. Dann bin ich auf Toilette gegangen und als ich wiederkam, stand dann ein Bier bei mir auf dem Platz und meine Mutter prostet mir zu mit einem Schnaps in der Hand, mit komm, hier, eins ist keins. Das habe ich doch nur zu mir selber gesagt. Ich bin ja schwach geworden. Zu sich selber gesagt? Ich meine, wollten Sie jetzt synchron trinken oder was? Es war doch völlig klar, dass er dann damit gemeint ist, wenn das Bier gegenübersteht. Herrgott noch mal. Aber wir unterhalten uns hier ja nicht über ein Bier, Julius, ne? Ja. 4,1 Promille, wenig später im Krankenhaus. Und da steckt meines Erachtens eine ganz klare Absicht der Angeklagten hin. Das hat sich nicht so einfach ergeben. Und der Wert 4,1 Promille, der ist schon wirklich bemerkenswert. Ein normaler Mensch überlebt das gar nicht. Ab 3,5 Promille wird es tödlich. Weil er so eine gewisse Trinkerfahrung hat, hat er das überlebt. Sonst nicht. Ich hätte mir so fest vorgenommen, davon loszukommen. Und ich wurde schon bei einem Bier schwach. Das kann einfach nicht sein. Ich meine, später werde ich noch auf Tausende von solchen Situationen stoßen. Und das geht einfach nicht. Julius, es hat einen guten Grund, dass man erst mal 6 Wochen von der ganzen Umgebung separiert wird und keinen Kontakt nach außen haben soll. Ne? Wobei ich meine Probleme habe, Frau Vorsitzende, wirklich zu glauben, ob er so freiwillig von all dem losgekommen ist und ob die Situation, die wir hier haben, nicht von ihm selbst herbeigeführt worden ist. Denn so harmlos, wie er hier rüberkommt, ist er nun wirklich nicht. Und letztlich hat ihn erst eine gerichtliche Zwangsmaßnahme überhaupt in diese freiwillige Therapie verbracht. Ich lese hier insgesamt 7 Strafverfahren vor dem Jugendgericht. Unterbringung, Entziehungsanstalt. Alle Straftaten wurden unter Alkoholeinfluss begangen. Diebstähle, Gefährdung des Straßenverkehrs. Immer wieder Körperverletzungsdelikte. Weiß. Und jetzt soll es plötzlich freiwillig gewesen sein. Ja, ich will davon endlich loskommen. Ah ja. Das war einfach der letzte Arschtritt, den ich gebraucht habe. Ich habe keinen Bock mehr darauf, dass mir jedes Mal, wenn ich einen Filmriss habe, irgendjemand erzählt, was ich wieder für Mist gebaut habe. Wann haben Sie mit dem Trinken angefangen? Mit 14 hatte ich meinen ersten Vollrausch. Mit 15 ist dann so weit gewesen, dass ich am Wochenende immer regelmäßig mit Freunden getrunken habe. Ich habe die Situation zu Hause auch irgendwann nicht mehr ausgehalten, weil meine Mutter jedes Mal alkoholisiert war. Und es gab nur noch Schreiereien und Streit zu Hause. Und hatte ich auch keinen Bock mehr auf Schule, bin dann lieber mit Kollegen rumgezogen. Und da war auch jedes Mal Alkohol im Spiel. Und es ist dann halt so geendet, dass der Alkohol dann auch täglich... Herr Behrendt, wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Ihr Sohn Julius alkoholabhängig geworden ist? Leider viel zu spät, Frau Richterin. Ich war so sehr damit beschäftigt, meine Frau und meine Ehe zu retten. Und als ich dann festgestellt habe, was mit ihm los ist, da war er schon viel zu tief drin in der ganzen Misere. Und deshalb wollte ich ihn ja mit in meine neue Wohnung nehmen. Aber er wollte natürlich nicht. Er wollte gerne bei seiner Mutter bleiben. Ja, zwingen kann man die Jungs natürlich schlecht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hätten sie sich mal ins Jugendamt gewandt. Dafür sind die da. Es gibt also auch professionelle Hilfe, aber wie auch immer. Trinken Sie weiter regelmäßig? Seit dem Vorfall schon wieder, aber nicht mehr so häufig wie früher, weil ich,
Ich will da endlich von runterkommen. Ich habe gecheckt, was das für ein Scheiß ist. Und ich will es jetzt einfach hinter mir lassen. Noch Fragen an Julius Behrendt. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz, dann möchte ich mit Ihrer Tochter fortsetzen. Nina Behrendt, bitte. Frau Behrendt, bitte nehmen Sie Platz. Ja. Frau Behrendt, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Ja, das war Ihr Vorname ist Nina, Sie sind 25 Jahre alt und Sie wohnen in Essen. Was sind Sie vom Beruf? Speditionskauffrau. Als Tochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Wie wollen Sie es halten? Nein, nein. Ich möchte schon aussagen. Kann ruhig jeder wissen, was ich von meiner Mutter halte. Mann, ey. Echt. Sag mal, reicht's dir nicht, dass du mit deinem Alkohol die ganze Familie kaputt gemacht hast? Musst du jetzt auch noch Julius immer mehr ins Elend ziehen? Ja, ich weiß, dass du mir an allem die Schuld gibst. Aber ich wollte immer nur das Beste für dich und deinen Bruder. Ja, indem du ihn wieder in die Flasche bringst, oder was? Frau Behrendt, es führt zu nichts, wenn wir uns auf diese Art und Weise weiter unterhalten. Ja. Sie sind an jenem 29. Januar in dieser Entziehungsanstalt gewesen, wo Ihr Bruder ja war. Was wollten Sie dort an dem Tag? Ja, ich wollte was abgeben für ihn. Ich hatte seine Lieblingszeitschrift gekauft und ein paar Süßigkeiten. Und als ich dahin kam, sagten die mir, dass Julius gar nicht da ist und sie nicht wissen, wo er sei. Und das ist sehr merkwürdig, weil es darf ihn niemand besuchen, er darf gar nicht raus. Und da wurde ich stutzig und habe mir überlegt, da kann irgendwas nicht stimmen. Hab direkt an meine Mutter gedacht und Mama, echt. Das hätte ich selbst dir nicht zugetraut, ganz im Ernst. Das ist unter aller Sau. Ja, ja, trink ruhig, trink, ja. Wird's davon besser? Ha? Nina, jetzt reicht's. So kannst du mit deiner Mutter hier nicht reden. Ja. Meine Güte, nee. Sie hat sich die Krankheit auch nicht selber ausgesucht. Ja, das war sowas von klar, dass du sie wieder in Schutz nimmst. Es hat sich echt nichts geändert, ne? Aber ich will dir mal eins sagen. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, eine Alkoholikerin als Mutter zu haben. Verstehst du das? Der Julius, ich kann das nicht mit ansehen, dass er immer weiter in sein Elend rennt, verdammt nochmal. Also ich verstehe das recht, dass Sie Ihrer Mutter die alleinige Schuld dafür geben, dass Ihr Bruder in die Alkoholsucht abgeglitten ist. Ja, natürlich. Er hat es doch nicht anders vorgelebt bekommen. Sie hat ihn noch aus dem Haus und in den Alkohol getrieben. Hä? Und jetzt hat er sich ein bisschen gefangen und war auf einem guten Weg. Und was passiert? Sie macht wieder alles kaputt. Nina, da gibst du der Mama auch ein bisschen Unrecht eigentlich. Wie bitte? Du hättest das doch schon längst geschafft, Mann. Du wärst doch schon längst aus der Scheiße rausgekommen, wenn die dir nicht immer wieder Steine in den Weg legen würde. Mann, du bist doch mein Bruder. Du bist doch mein kleiner Bruder. Ich muss dich doch beschützen irgendwie. Ich muss so über die Straßen fahren und nach dir suchen, weil niemand weiß, wo du bist. Und ich will auch nie wieder von der Polizei angerufen werden müssen, weil du wieder irgendwo besoffen randaliert hast oder in irgendeiner dreckigen Ecke liegst. Frau Behrendt. Lassen Sie uns weiter unterhalten, hier vorne. Ja, seit wann haben Ihre Mutter und Ihr Bruder gemeinsam getrunken? Ach, am Anfang war das gar nicht so mit den beiden. Da ist er oft mit seinen Kumpels rausgegangen und hat mit denen eben hier und da. Aber so seit einem Jahr ungefähr. Also im letzten Jahr hat sich das entwickelt, dass er sich dann immer mehr hat gehen lassen und ist auch noch kaum rausgegangen und hat dann immer öfter mit meiner Mutter auf der Couch gesessen und sich volllaufen lassen. Der hat immer mehr den Lebensstil von meiner Mutter angenommen. Wann sind Sie denn von zu Hause ausgezogen? Vor 6 Jahren. Ich hab das einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hab im Prinzip seit meinem 13. Lebensjahr die Rolle der Mutter übernommen, weil meine Mutter nicht mehr in der Lage war, mich und meinen Bruder richtig zu erziehen. Was war denn mit Ihrem Vater zu dieser Zeit? Der hat ja tagsüber gearbeitet. Und mittags, wenn wir von der Schule gekommen sind, da lag sie schon oft besoffen auf dem Sofa und hat nichts mehr hingekriegt. Und war einfach... Ich meine, stellen Sie sich das mal vor. Mein kleiner Bruder kommt zu mir, hat vorher meine Mutter gesehen und fragt mich, ist die Mama schon wieder krank?
Ja, was wollen Sie denn da sagen? Wie wollen Sie einem Siebenjährigen diese Situation erklären? Wie soll ich meinem siebenjährigen Bruder erklären, warum er seine Freundin nicht mehr nach Hause bringen kann? Was sagt man da? Ich war einfach hilflos. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen und wirklich ihm alles zu geben. Und ja, jetzt ist er ganz tief abgerutscht. Aber ich verspreche, dass ich nicht so enden werde wie Mama. Ach Mensch. Wenn die Mama nicht wäre, dann wärst du schon davon los. Ich habe nach dem Bier gegriffen. Ja, aber doch erst, nachdem sie dich in die Kneipe bestellt hat und dir das Bier vorgesetzt hat, Mann. Jetzt hör doch auf, sie ständig in Schutz zu nehmen. Haben Sie mittlerweile einen Weg gefunden, wie Sie mit der ganzen Situation besser umgehen können? Ja. Also, das war natürlich am Anfang schwer. Ich habe auch genauso mich verhalten im Prinzip wie mein Vater. Ich habe sie versucht, in Schutz zu nehmen. Ich habe versucht, Verantwortung für sie zu übernehmen und habe auch alles entschuldigt, was sie getan hat. Aber irgendwann, das geht einfach nicht. Also, schildern Sie uns doch mal bitte so ein paar Situationen, ja, die Sie mit Ihrer Mutter erlebt haben. Also, ich habe sie ganz oft verteidigen müssen, zum Beispiel, weil sie wildfremde Menschen aus unerfindlichen Gründen angemeckert hat. Ich habe auch Menschen angemacht und angemeckert, weil ich dachte, die gucken meine Mutter vielleicht herablassend an oder so. Mir war das schon irgendwie peinlich und unangenehm, aber auf der anderen Seite, es ist ja meine Mutter gewesen. Also, ich wollte ja alles für sie tun, ich wollte sie ja beschützen. Was hätte ich da machen sollen? Ich meine, irgendwann ist mir dann ein Licht aufgegangen und ich habe gesagt, nein, ich mache mein Leben kaputt. Ich mache mein Leben kaputt. Und ich muss zusehen, dass ich mein Leben in den Griff kriege und das retten kann. Und ja. Genau, das ist es. Viele Angehörige geraten nämlich in so eine Co-Abhängigkeit, sagt man dazu. Weil diese Hilflosigkeit, die man ja empfindet in angesichts dieser Situation, einem selber hilflos macht. Es fällt so schwer zu akzeptieren, dass der Betreffende, sich selbst helfen muss. Gab es so einen auslösenden Moment oder wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie sich da rausziehen müssen? Ja, ein Moment, das war vor 6 Jahren. Da bin ich zu einem Treffen gegangen von Angehörigen von Alkoholikern. Mhm. Und das war ein Moment, da ist mir plötzlich ein Licht aufgegangen. Also diese Menschen, denen ging es genauso wie mir. Die haben genauso empfunden, die haben das Gleiche durchgemacht und die haben mir damit so helfen können und mir so viel Kraft geben können, dass ich letztendlich gesagt habe, so jetzt schaffe ich es, jetzt gehe ich einfach. Ich packe meine 7 Sachen, ich bin ausgezogen, ich habe zu meiner Mutter den Kontakt abgebrochen und habe gesagt, und du brauchst auch erst wiederkommen, wenn du dich von diesem scheiß Alkohol losgerissen hast. Ja, aber Nina, vielleicht bist gerade du diejenige, die Mama überhaupt noch retten kann. Also, sie hat gemerkt, dass sie dich schon vor Jahren verloren hat. Und vielleicht trinkt sie auch gerade deswegen überhaupt noch. Papa, Moment mal, ja? Sie hat 12 Jahre lang nicht geschissen gekriegt, zu sagen, wegen meiner Tochter oder wegen meinem Sohn gebe ich diesen scheiß Alkohol auf. Und jetzt plötzlich? Jetzt? Nee. Ich glaube es nicht. Und ich habe es auch satt zu warten. Ich habe die ganze Zeit immer wieder von ihr mir anhören müssen, ja, ich höre damit auf, immer diese leeren Versprechungen. Und immer wieder habe ich danach gehofft. Ach, du übertreibst doch total, Nina, nur weil ich ab und zu mal was trinke. Andere trinken täglich und da sagt auch niemand was. Ab und zu? Aber es ist mit Sicherheit nicht normal. Und Alkoholiker verschließen vor der Realität grundsätzlich die Augen und sind auch immer ziemlich durstig, was Wassergläser betrifft. Täglicher Konsum von Alkohol ist nicht normal. Ja. Meine Mutter. Mann! Ich lass nicht zu, dass du Julius jetzt auch noch mit in die Scheiße ziehst! Du machst ihn kaputt! Verstehst du das nicht? Und Papa, Mensch, du sollst es jetzt auch endlich mal kapieren, statt sie immer weiter noch zu unterstützen in ihrem Suff. Inwiefern unterstützt Ihr Vater den Alkoholkonsum Ihrer Mutter? Ja, der gibt ihr doch jeden Monat Geld. Ja, aber doch nicht, damit sie sich davon Alkohol kauft, sondern nur, damit sie nicht auf der Straße herumhängt. Willst du das etwa? Ja, vielleicht sollte sie einfach mal so tief fallen, damit sie endlich aufwacht. Was anderes hilft ja nicht mehr. Och, das mag für den einen oder anderen vielleicht richtig sein, aber doch nicht für deine Mutter. Sie braucht unsere Hilfe. Ja, du hast echt noch gar nichts kapiert.
Überhaupt nichts. Mann, jetzt wach doch mal auf. Wenn du ein Fünkchen Anstand hättest, wenn du ein bisschen Verantwortung übernehmen würdest, dann hättest du diese ganze Scheiße verhindern können. Das weißt du genauso gut wie ich. Denn sie hat doch die Tat angekündigt. Momentchen mal. Herr Behrendt, stimmt das?